ich bin aufgewachsen auf einem Bauernhof und da habe ich schon immer was mit Milch zum Tag gehabt. So, ja, ich bin auch selber so in den Stall gegangen und Kühe melken, dies, das. Ja, das liegt mir einfach und es taugt mir. Ich bin die Carina Radkowitsch, bin 15 Jahre alt und mache gerade die Lehre bei der Salzburg Milch im Labor. Ich habe nicht wirklich gewusst, was ich so werden wollte und dann bin ich eben auf diesen Lehrberuf gestoßen. Und dann war ich eben schnuppern und das hat mich dann sofort überzeugt, dass ich Schule das Jahr fertig mache und dann da anfangen würde. Und das bereue ich ja ganz und gar nicht, weil es ist, mir taugt es einfach da. Ja, ich bin hergekommen und es war einfach schnell, ich habe das machen dürfen und das machen dürfen. Es kommt immer was Neues so, es wird ein ist man noch nie so gegangen, dass man irgendwie langweilig war oder so. Wir kriegen die Proben von der Käserei eben und schauen dann, ob eh alles mit den Werten stimmt, in Ordnung ist und ob auch sonst alles passt. Ich gebe diese Masse jetzt in die Petrischale rein und gieße sie dann mit einem Agar, der dann bei 36 Grad ins Warme kommt, damit die Keime, falls welche drin sind, wachsen und wir das dann sehen können. Sollte irgendwas mal sein bei einem Käse oder so, dass die Werte nicht passen, dann wird der von uns Labor auch nicht freigeben. Ich wusste aber vorher nicht, dass der Bergkäsekeller so riesig ist und dass wir drei davon haben. Man macht so die Tür auf und dann stehst du da und siehst einfach diesen meterlangen Gang mit so hohen Regalen mit Käse drin und das war schon so faszinierend, ja. Also ich habe als Kind schon gern Alex und Lisa getrunken und das ist bis jetzt auch noch so. Und da ich jetzt in der Käserei bin, habe ich auch direkten Zugriff zu Käse und den esse ich halt auch sehr gerne. Salzburg Milch, die Premium-Milchmacher.